Nun, ich gebe zu, dass der Kampf gegen Wellenbrecher Marinus im letzten Part etwas lang gedauert hat, aber auch nur, weil er ein Mordor im Team hatte und Wasserboden-Pokémon sind ja leider immun gegen Elektroattacken und da hatte ich dann auch nicht so gute Karten mit meinem Luxtra, das habe ich auch da gar nicht eingesetzt, jedenfalls nicht gegen Mordor, aber hey, ich habe den Kampf am Ende dann doch noch gewonnen und was auch noch passiert ist, mein Staravia hat sich endlich zu Staraptor weiterentwickelt, weil es endlich Level 34 erreicht hat. Und ja, ich habe jetzt mein Kaumalat wieder aus der Pension abgeholt, weil ich mir gedacht habe, nimmst es doch mal lieber wieder mit. Und es ist auch nur um 4 Level gewachsen, leider nicht gerade viel. Es ist scheinbar nicht sehr viel Zeit vergangen. Ich habe ihm jetzt mal den EP-Teiler zum Tragen gegeben. Und es müsste sich eigentlich auf Level 24 entwickeln. Das passiert aber offenbar in einer Pension nicht. Das muss wohl am Ende eines aktiven Kampfes geschehen. Erst dann wird sich Kaumalat mal entwickeln. Aber egal, ich habe es jetzt einfach mal wieder ins Team geholt. Staraptor hat sogar noch eine richtig geile Attacke gelernt, nämlich den Nahkampf, eine richtig starke Kampfattacke. Und Blibrin ist jetzt wieder an Stelle 1 meines Teams, aber das muss auch endlich stärker werden. Das muss ich endlich mal ein letztes Mal entwickeln. Auf Level 36 dauert es leider immer noch ein Weilchen, hat auch wieder das Münzamulett. Ja, und kaum sind wir aus der Arena rausgegangen, ist Barry wieder angelaufen gekommen, hat gesagt, es gibt Ärger, weil ein Galaktikrüpel was von einer Bombe gesagt hat und das macht mir schon Sorgen. Hey, hast du keine Augen im Kopf? Ich bin auch noch hier. Also, was ist denn dies, wo ist denn dieser Typ? Das war ganz schön laut. Du da! Was in aller Welt sollte das? Was das sollte? Das ist eine recht interessante Fragestellung. Gut, dass du es angesprochen hast. Dieses Paket enthielt die sogenannte Galaktikbombe. Ich habe sie ausgepackt und auf den Knopf gedrückt. Ganz einfach. Und dann ging sie los. Und das klang da etwa so. Kawumm! Ach, gut, dass du mich daran erinnerst. Vorgesetzte wollen informiert werden. Sonst hätte ich natürlich gerne weitergeplaudert. Bis die Tage. Übrigens sieht deine Maske völlig daneben aus. Großmutter darf kein Schaden zugefügt werden. Ihr beide, folgt mir bloß nicht und lasst bloß niemand anderen herein. Falls da drin noch etwas explodiert, sollte niemand in der Nähe sein. Hey, Alex, folge dem komischen Galaktiktypen. Ich bleibe hier, wie der Meister es befahl, damit andere nicht reingehen. Lass diesen Typen nur nicht entkommen. Alles klar, der hat echt eine Bombe gezündet. Was ist, wie, warum, wieso? Also jetzt bin ich gerade komplett baff. Warte, den schnapp ich mir. Da bist du ja. Hey, was soll das denn? Renn mich hinterher. Pass auf, dass ich mein Pokémon nicht auspacke. Aber du hast Glück, denn leider habe ich wichtige Termine. Ich muss so schnell wie möglich zum See. Komm nur nicht auf den Gedanken, mir zu folgen. Hast du das kapiert? Er will also zum See der Kühnheit. So, da ist er wieder. Wir benötigen die Energie, die im Windkraftwerk erzeugt wird, um unsere Entwicklung fertigzustellen. Man muss schon ein wissenschaftliches Genie sein, um so etwas entwickeln zu können. Und da unser Boss es entwickelt hat, ist er ein wissenschaftliches und mechanisches Genie. Ah, du hast gelauscht. Ich habe nur laut gedacht. Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Alter, wie der einfach nur wegläuft von mir. Voll der Feigling. So, ich brauche unbedingt wieder Top-Schuss, damit mir jetzt keine wilden Pokémon auf die Nerven gehen im Moment. Na, wenigstens weiß ich, wo der See ist. Da sind wir ja anfangs nicht reingelassen worden, weil da zwei Kameramänner standen. Da bist du ja wieder. Aber Junge, Junge, diese Galaktikbombe haut ordentlich rein. Mit diesem Brummer gibt es eigentlich nichts, das wir nicht in die Luft jagen könnten. Was die wohl damit vorhaben? Du hast gelauscht, ich habe nur laut gedacht. Du bist anhänglicher als Kleister. Und ich habe es satt, immer vor dir wegzulaufen. Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Oh, wir kennen uns doch, glaube ich zumindest. Ich eile sofort herbei, als ich hörte, dass das Verdächtige etwas, das im Galaktik in Weideburg eingetroffen ist. Dieses Etwas war also eine Bombe, eine Explosion gab es auch. Nun, ich habe gehört, dass da öfter ein Zusammenhang besteht. Die Explosion war im Großmoor, sagst du. Du verfolgst einen Mann, der... Das ist ja total aufregend. Einen Mann mit einem Topfschnitt also? Es gibt modernere Frisuren. Komische Kleidung trug er auch, das war wohl wirklich Team Galaktik. Oh, nein, nein, Lebel, Lebel, wie konntest du das nur übersehen? Das ist der erste Fehler, den ich seit Jahrzehnten begangen habe. Der Mann, den ich fortlaufen sah, es war der, der es mit der, der die Bombe in der Hand hatte. Nein, so wird das nichts. Warte, warte, sage ich.
Okay, also die Begegnungen mit Lebel, die sind immer sehr eigenartig. Von Stress gepaart und irgendwie einfach nur sehr, sehr hektisch, genau wie Barry. Und nein, Lebel ist nicht Barrys Vater, sondern jemand ganz, ganz anderes, den wir aber sicher noch irgendwann treffen werden. Oh, du schon wieder. Und ja, ich bin jetzt in diesem Hotel hier. Ich stelle unangenehme Fragen, um verdächtige Subjekte zu finden. Als Eliteagent der internationalen Polizei benötige ich deine Mithilfe. Suche das Gelände ab. Ich habe die Theorie, dass die verdächtige Person entkommen ist. Ja, dann werde ich mal die Verfolgung wieder aufnehmen. Der kann ja, wie gesagt, nur hier sein. Da ist er auch. Wieso renne ich überhaupt so schnell? Diese neue Welt, dieses neue Wesen, von dem der Boss an dort redet. Mir wird ganz komisch, wenn ich daran denke. Wenn wir dieses Ding ansetzen. Na, du hast spitze Ohren gemacht und mich belauscht. Du bist so nervtötend hartnäckig. Ich bin total kaputt vom Rennen. Und ich werde nicht gegen dich antreten. Oh, nein. Bist du mir immer noch auf den Fersen? Der See ist in Sicht. Du lässt mir keine andere Wahl. Mein Pokémon wird es dir zeigen. So, jetzt gibt es kein Entkommen mehr von mir, du Galaktik-Trottel. Angry Bunkel von Bunkel hat gegen mich keine Chance. Los, Blüfrin. Du musst endlich mal stärker werden. Schnabel. Vergeltung. Autsch. Nochmal Schnabel. Angeberei ist jetzt nicht so cool. Ja, Angriff steigt stark, aber Blibrin wurde auch verwirrt. Das ist jetzt der Nebeneffekt davon. Und Blibrin hat natürlich trotzdem Schnabel eingesetzt. Volltreffer. So, das war's für deinen Giftfrosch. Puh, wäre ich nicht davongelaufen, ich hätte wohl herzukämpfen sollen. Ich kann nicht mehr kämpfen, ich pfeife aus dem letzten Loch. Ich muss dies dem Commander bringen. Ich wünschte, ich könnte es am See einsetzen. Jetzt ist er so aus der Puste. Oh, hallo, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht es denn mit deinem Pokédex voran? Ich bin hier, weil ich mir den See ansehen will, um den sich eine alte Volkssage rankt, aber der See scheint für die Öffentlichkeit gesperrt zu sein. Kennst du die Volkssage? Sie berichtet, dass in der Mitte des Sees eine Insel sein soll. Und im Inneren der Insel soll sich die Illusion eines Pokémon befinden. Niemand darf die Hülle des Pokémon betreten. Aber ich muss dich was fragen, das nicht zum Thema gehört. Hey Alex, wo ist dieser Schucker von Team Galactic hingerannt? Wie, sag bloß, du hast die ganzen Jahre verschwiegen, dass du eine ältere Schwester hast. Nein, sie ist nicht deine Schwester? Oh, ach so. Diese Explosion im Großmoor? Ach, das war nichts Ernstes. Herr Marinus hat mir gesagt, ich soll dir das sagen. Aber die sind im Galaktik, sie sind außer Kontrolle geraten, oder was? Nächstes Mal, wenn ich sie sehe, werde ich ihnen eine Lektion erteilen, die sie so schnell nicht vergessen werden. Mach's gut. Er ist dein Freund? Er ist wahrscheinlich eher ungeduldig als energiegeladen, kann das sein? Also, um auf das Thema zurückzukommen, hast du die Horde von Anton an der Route 210 gesehen? Ja, die habe ich gesehen. Ja, genau, hinter dem Café an der Route 210. Du hast eine Gruppe Anton gesehen, die sich ihre Köpfe halten. Wie dem auch sei, gib den Anton diese Medizin. Du arbeitest an deinem Pokédex, da wird sich das für dich lohnen. Alex erhält Geheimtrank! Als ich jünger war, bin ich auch mit einem Pokédex auf Abenteuerreise gegangen. Ich hoffe, du wirst jede Art Pokémon, die es gibt, wirklich sehen können. Vielleicht schaffst du es ja dann, das Illusions-Pokémon zu entdecken. Ich muss los. Bis bald mal. Oh, das fand ich jetzt aber gerade sehr nett, dass wir von Cynthia, die wir schon wieder getroffen haben, ich glaube jetzt schon das dritte Mal, jetzt haben wir einen Geheimtrank bekommen und... Was zur Hölle? Wir kommen immer noch nicht zum See. Wollt ihr mich verarschen? Man sagt, in diesem See lebt ein legendäres Pokémon. Ich möchte es gerne mit meiner Kamera aufnehmen, wie ich das schon früher mit bei anderen Pokémon gemacht habe. Ich habe damals das rote Garados im See des Zorns gefilmt. Ja, ich weiß. Easter Egg. Das Pokémon des Sees wird sich nicht zeigen, wenn es Menschen in der Nähe spürt. Daher liegen wir hier versteckt auf der Lauer. Ja, und blockiert den Eingang zum See, ihr Spackos. Na gut, dann werden wir das Ganze jetzt mal abkürzen. Jetzt können wir nämlich endlich weiter. Staraptor fliegen. So. Also, auf nach Trostu.
und dann ganz kurz ins Pokémon Center. Ja, und übrigens, den letzten Platz im Team, den halte ich mir absichtlich noch für ein anderes Pokémon frei. Aber bis ich das bekomme, wird's noch ein Weilchen dauern. So, Schutz wirkt nicht mehr, na von wegen. Wird gleich wieder eingesetzt. Ja, mich würde jetzt eh eine Sache interessieren. Jetzt, wo ich ja schon 5 Orden habe, kann ich wieder neue Sachen kaufen? Oder wie sieht das aus? Was ist zum Beispiel mit dir? Ja, Leute, seht mal, hier gibt es sie endlich. Finsterbälle. Ein mysteriöser Ball, geeignet für Einsätze in der Nacht oder an dunklen Orten, dementsprechend Höhlen. Einer kostet natürlich 1000 Poké-Dollar, aber ihr seht, ich habe über 116.000. Ich kaufe mir gleich mal 10 Stück davon, die sind nämlich wirklich super praktisch, haben eine noch höhere Fangrate als ein Hyperball, wenn es Nacht ist oder wir in einer Höhle sind. Also, her damit. So, danke sehr. Und dann kaufe ich bei dir noch was. Und zwar mit Hyperbälle habe ich immer noch 21, na das reicht. Supertränke, gibst du mir nochmal 4. Hypertrank, ja, auch 4. Jetzt kann ich mir ein bisschen was leisten. Beleber, gibst du mir noch 3. Man weiß ja nie, wann man welche braucht. Und Topschutz, gibst du mir nochmal 15. Dann habe ich nämlich 30 mal Topschutz. Dann habe ich eine lange Zeit Ruhe von meinem Pokémon. Gut, Hyperheiler habe ich 10. Da gibt es ja auch nochmal 10 dazu. Und Fluchtseile habe ich im Moment E5. Das sollte mal reichen. Und Dankeschön. Ach, ich finde es so schön, dass wir endlich Finsterbälle haben. Die werden sich nochmal bezahlt machen, glaubt mir. Und jetzt auf zu den Enton. Die waren ja direkt hier. Die Enton stehen im Weg. Sie machen keine Anstrengung, sich zu bewegen. Möchtest du den Geheimtrank verwenden? Yo! Alex verwendet den Geheimtrank. Die Enton sind für den chronischen Kopfschmerzen geheilt. Oh gut, du hast den Geheimtrank verwendet. Enton leiden an chronischen Kopfschmerzen. Niemand weiß jedoch, woher diese Kopfschmerzen kommen. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Bring bitte meiner Großmutter Elysis diesen Talisman. Es soll seltene Pokémon zwischen dir und Elysis geben, also wird es die Reise wohl wert sein. Okay. Alex erhält Talisman. Meine Großmutter ist manchmal etwas autoritär. Ich denke, du wirst sie sofort erkennen. Ja, sie ist nämlich die älteste von Elysis. Und die Stadt selbst? Schau auf deine Karte, gar nichts zu verfehlen. Ich zähle auf dich. Bis später dann. Gut, jetzt lohnt sich die Reise nach Elysis also sogar noch mehr, weil wir jetzt einen Talisman zu ihrer Großmutter bringen sollen. Wie sieht das Ding überhaupt aus? Na hier, Talisman. Ein antiker Glücksbringer soll der Ältesten in Elysis überbracht werden. Und hier ist der Geheimtrank. Eine fantastische Medizin aus Anemonia City. Heldenkrit, ein Pokémon vollständig wieder. Ein Easter Egg, was Hardgold Soul Silver betrifft, weil Anemone City eine Stadt der Jode-Region ist und damals musste man ja mit einem Geheimtrank das kranke Ampharos von Jasmin heilen. Also nur mal so als kurze Erwähnung. Ah, jetzt können wir endlich nach Elysis. Das ist sehr, sehr gut. Und hier liegen sogar noch Items rum und was zur Hölle? Hat mich der jetzt erschreckt? Ich gehöre zum Ninja-Trio. Entdeckt zu werden, zwingt mich zum Kampf. Einer aus von Ninja-Junge Fabian und er hat ein Glibunkel. So, Blibrin steht kurz vor einem weiteren Level ab. So, komm, jetzt machen wir mal wirklich wieder den Blubstrahl, weil der Schnabel ist mir ja auch zu schwach. Später wird es dann aber noch eine stärkere Attacke lernen, was seinen Schnabel anbelangt. So, Angeberei, ich wusste es. Ich riskiere es mal wieder, Schnabel. Und es hat sich wohl immer selber verletzt, du Volltrottel. Vergeltung. Blödes Mistvieh. Echt jetzt. Staraptor, komm raus. Ja, Pikmin, das reicht, komm zurück.
Nur noch ein bisschen heute durch, Staraptor. So, Vergeltung kannst du dir sonst wo hinstecken. Na, warte. Fliegen wir hoch. Und take this. Ja, Tischler geht daneben. Volltrottel, ich bin ja in der Luft gewesen. Blöder Froschen. Das erzähl ich alles dem Maulwurfen, du. Und Plibermantel endlich Level 32, also noch viel weitere Level-Ups, dann entwickelt er sich endlich. So, und jetzt hat er noch ein Klipunkel. Langweilig. So. Nahkampf würde gegen ein Gift-Pokémon nicht wirklich was bringen, also fliegen wir wieder. Ja, Tiefschlag, voll fies, wenn ich vorher angreifen will, dann trifft mich Tiefschlag immer vorher. Ganz schön fiese Sache. Aber wenigstens war es nicht wirklich stark. Und da ist Klipunkel erledigt. Ich gestehe die Niederlage ein. So, was liegt denn jetzt hier rum? Es ist ein Hypertrank. Wow, schön. Wird alles gerne mitgenommen. Moment, gibt es hier unsichtbare Items? Offensichtlich nicht. Itemradar hat nichts angezeigt. Aber hier liegt was rum, nämlich ein Nestball. Okay, gegen schwache Pokémon, ganz gut. Oh, okay, hier brauchen wir auch schon wieder auflockern. Na dann bitte, Staraptor, auflockern! Ah, das ist schon viel besser, man konnte ja kaum noch was sehen. Das ist ja fürchterlich. Ich habe erstmal kurz einen Superdrang für mein armes Plibrin. So ist es schon besser. So, ich hoffe, ich schaffe es in diesem Part noch nach Elysis, aber ich denke mal schon. So, Schütz wirkt nicht mehr. Und das sieht aus, als wäre da schon wieder jemand im Boden versteckt. Weil das so ein komisches Fleckchen ist. Also werde ich das mal lieber ignorieren. Was haben wir hier Schönes? Es ist ein Purpurstück. Als Ast-Trainer muss ich Kämpfe gut verarbeiten können. Ich muss cool und ruhig bleiben, egal ob ich gewinne oder verliere. Eine Version von Ast-Trainerin Cora und sie hat ein Griffel. Unter anderem. Tja, Pech für dich, dass du hier nicht bei Legend of Korra bist und du sowieso falsch geschrieben wurdest. Also, friss Schockwelle? Warum keine Griffel Schockwelle? Das geht doch gar nicht. Fies! Aber viel Schaden hat sie nicht gemacht. Seit wann kann ein Griffel bitte eine Elektroattacke lehren? Das geht doch gar nicht. Offensichtlich ja, geht es halt doch. Ha, so, Initiative ist gesunken. Das ist halt der Vorteil von Blubstrahl. Dass er manchmal die Initiative des Gegners auch senkt. Und jetzt verpiss dich, du blödes Affengesicht. Das kann einfach mal Schockwelle. Voll die fiese Überraschung. Und ein... Die hat auch ein Schelker rein. Are you kidding me? Staraptor, komm raus. Ja, ja. Barry ist nicht der Einzige mit einem Schelker rein. Sie hat auch eins. Was guckst du so doof, hä? Und wir fliegen hoch! Oh, es macht Fluch! So, Initiative sinkt. Dafür stärkt aber leider Angriff und Verteidigung. Ey, immer das mit dieser Verteidigung. Und was? Verarschen? Wieso geht denn Fliegen jetzt daneben? Oh Mann, ey. Nochmal. Ja, dummerweise hat Fliegen keine Genauigkeit von 100%. Das ist das Blöde. Aber jetzt trifft es! Und du lebst ja immer noch! Schon wieder Fluch. Ja, ich könnte hier gleich fluchen. Was soll denn das werden? So, bitte nochmal fliegen. Und bitte auch treffen, wenn es geht.
Langweilig. Immer nur Fluch einzusetzen ist lame. Und sowas will eine Ass-Trainerin sein? Lächerlich. Du siehst ja, dass es dir nichts gebracht hat. Und Kamerad recht Level 25, das heißt, es wird sich jetzt endlich mal das erste Mal entwickeln. Und es versucht Schlitzer zu lernen. Na ja, warum nicht? Können wir gerne machen. Statt dem Bodycheck. Der ist eh blöd. Mit Rückstoß schade. Sowas finde ich nicht so toll. Und Kamerad hat Bodycheck vergessen und es erlernt Schlitzer. Und jetzt hat sie noch ein Girafarik. Girafarik, Farigira. Ein Psychonormal-Pokémon. Ich lasse es draußen. Nahkampf. So, Verteidigung verstärkt, besiegt Spezialverteidigung. Sinkirafark macht Lichtschild. Das bringt dir jetzt auch nicht mehr viel. Nochmal Nahkampf. Das ist eigentlich voll fies, wenn man nicht weiß, dass Girafarik zum Teil auch ein Normaltyp ist, bringen Geisterattacken bei ihm nämlich gar nichts. Oh je, wir haben verloren. Hey, Kamerad entwickelt sich! Glückwunsch, dein Kamerad wurde zu Knaxel! Ja, sehr schön, jetzt habe ich ein Knaxel! Ist das geil! So, die zwei werden ignoriert und... Nein, du bist doch scheiße! Warum hast du mich jetzt gesehen? Du scheinst sehr viel Selbstvertrauen zu haben, also ihr habt zu Recht! Wie mich dieser Penner einfach erdeckt hat hier, Astrainer Cornelius! Sichlor, haben wir noch nie gesehen bisher. Also nicht in diesem Spiel. Naja, du bist ein Käfertypi, also Schnabel. Flügelschlag. Ja gut, es ist ja Käferflug und von daher, wow. Zu fies. Alter, macht das wenig Schaden. Okay, ich tausche mal lieber aus auf Luxtra. Das soll auch mal kämpfen. Erstens wird es durch Bedroher geschwächt und dann ist der Flügelschlag nicht sehr effektiv gegen ein Elektro-Pokémon wie Luxtra. So, friss meinen Donnerzahn! Oder besser gesagt, spüre meinen Donnerzahn! Ja, super! So, was jetzt? Ein Luxio! Na sieh mal, Luxtra gegen Luxio, das könnte interessant werden. Ich probiere trotzdem mal den Donnerzahn aus. Dafür, dass es nicht sehr effektiv ist, habe ich es aber paralysiert. Ja, geil. Und es ist sogar noch zurückgeschreckt, also sogar beides ist passiert. Aber Donnerzahn kann den Gegner ja entweder zurückschrecken lassen oder paralysieren. Das ist gerade irgendwie beides passiert. So, jetzt habe ich es gebissen und es ist down und konnte nicht mal angreifen. Und jetzt hat er noch ein Voluminas. Ach du meine Güte, Voluminas, die Weiterentwicklung von eh schon wissen. Von Naskneet. Ja, und ich weiß, was man bei diesem Bart unter der Nase jetzt wirklich denken mag, aber dazu sage ich jetzt mal lieber nichts. Blubstrahl! Es sieht schon ziemlich eigenartig aus. Aber es ist und bleibt ein Gesteins-Pokémon. Ah, Volltreffer, sehr geil. Was macht es? Donnerwelle! Wolltest du mich verarschen? Ganz offensichtlich. Okay, das ist natürlich jetzt immer wieder Oberfies. Schraptor, du kommst raus. Ja, nur noch ein bisschen halt durch, Schraptor. Steinhagel, ach nö. Du bist doch scheiße.
Aber Staraptor hat das überlebt wegen der geschwächten, ja, wegen Bedroher halt. So, Nahkampf. Kampf ist nämlich auch stark gegen Gestein, you know. Und Knackzeug Level 26. Haha, eine totale Niederlage für mich. Warum lachst du darüber? Verstehe nicht wirklich, was es da zu lachen gibt. Aha, hier komme ich noch mit dem Fahrrad rüber. So, jetzt muss ich aber dann wirklich bald mal den Part beenden. Achso, Schuss wirkt doch noch. Sorry, konnte ich ja nicht wissen. Okay, Hypertrank? Für... Nee, ist auch blöd. Ich nehme lieber doch die Supertränke. Für Blibrin. Und für Staraptor. Wer weiß, ob jetzt noch ein paar Trainer kommen. Ich möchte zumindest noch bis Elysis schaffen, diesen Part. So, warte mal, die Hyperheller, die gebe ich weiter nach oben. Weil ich die ja doch hin und wieder mal brauche. So wie jetzt zum Beispiel. Lieber erholt es sich. So, was ist denn hier drüben? Oh. Okay. Aha, ein Item. Da unten liegt auch noch ins Rum, aber da komme ich leider noch nicht ran. Und wir haben die TM30 Spukball eben gefunden. Super geil. Eine sehr, sehr starke Geistattacke. So, Moment mal, ist hier was? Achso, so ein kleiner Typi. Ein Ninja kann alle möglichen Fähigkeiten anwenden, so wie diese und diese. Ich dachte, er hätte vielleicht sich ein Item versteckt, aber es war der Ninja-Junge Dario mit seinem Moterpel. Windstoß? Nicht gerade stark. Ziehstrahl. Mann, ich will den Part beenden, du kleiner Hosenscheißer. Ich will nach Elysis. Und zwar noch in diesem Part. Da gibt es ja wieder ein Pokémon Center. Alter, jetzt lebt das immer noch. Konfusion. Zwei Psychotagen ist ein bisschen komisch. Aber... wir haben überlebt und du bist down. Meine Ninja-Techniken haben versagt. Ja, genau wie dein Moterpel. Du Spacken. Das zögert das alles natürlich wieder sehr hinaus. Tut mir sorry. Ich hoffe, ich bin jetzt gleich in Elysis. Es kann nicht mehr lange dauern. Es ist, glaube ich, wirklich nur noch mal ein winziges Stückchen bis dorthin. Es sei denn, jetzt will der wieder kämpfen. Der steht jetzt genauso rum, ich kann dem nicht mal ausweichen. Fieser Typi. Ich hasse dich. Dieser muskulöse Körper dient nicht nur der Show. Da war so ein von Schwarzgut Monty. Und er hat ein Maschok. Schnabel. Aber wenigstens hat der auch wieder nur ein Pokémon, dann geht's ja etwas schneller. Überroller! Das tut weh! Aber Maschok wurde dafür durch einen Rückstoß getroffen. Okay, ich tausche aus auf Staraptor. Und mach einmal fliegen, dann ist Maschok hin. Du schaffst es, Staraptor! Vergeltung, er hat deine Mutter. Und fliegen. Von wegen Überroller, vergiss es. Und das war's für Maschok. Dann nützen die ganzen Muskeln nicht viel. Aber mein muskulöser Körperbau hat völlig versagt. So, jetzt ist natürlich fies, da unten liegt ein Item rum, aber da wird mich wieder jemand erkennen und... Mann, Leute, gehen wir so auf die Nerven hier. Noch eine Bitch, die kämpfen will. Ich will den Part beenden, verdammt! Ich werde dich über die Vorteile der Vogel-Pokémon belehren. Alter, das ist mir so egal. Vogelfänger Angela. Ach, das ist gar keine Top-Trainerin. Also Ast-Trainerin meine ich. So ein Hut-Hut.
Dein Hut mache ich kaputt, Hut. Luxtra, komm raus. Ja, sorry, der Part kriegt Überlänge, aber nur, weil mich diese Typen gerade so nerven. Ich kann ja nichts dafür. Ich will den Party in Elysis beenden. Hier mitten auf der Hut ist einfach nur scheiße. Das finde ich irgendwie nicht so cool. Und es ist ja wirklich nicht mehr weit. Elysis kommt ja gleich. Das liegt ja schon um die Ecke. Donnerzahn. Wo ist das Vögelchen? Oh, es ist abgestürzt. Und dann noch ein Noctu, die Weiterentwicklung. Auch sehr schön, dass wir das mal zu sehen bekommen. Ich verzichte jetzt echt auf das eine Item da unten. So cool wird das schon nicht sein. Donnerzahn. Mit einem Volltreffer besiegt. Das ist gut. Darf ich jetzt endlich nach Elysis gehen? Bitte! Nun, das hat mich überrascht. So, komm. Elysis! Oh, oh, oh. Vorsicht. Guck weg. Alter Mann, guck weg. Haha, verarscht. So, Leute, ich bin endlich da. Ich bin in Elysis. Hier ist das Pokémon Center. Hier gehe ich rein. Alter, diese Mistkerl haben voll wieder mal den Part in die Länge gezogen, nur weil die alle kämpfen wollten. Was einerseits sehr gut ist wegen Geld und Erfahrungspunkten, aber wenn man den Part eigentlich beenden möchte, finde ich das nicht so schön. Naja, im nächsten Part bringen wir Cynthias Großmutter dann den Talisman. Mal sehen, was sich da noch so ergibt. Also, sorry wieder für die Überlänge des Parts, aber im nächsten geht's ja dann wieder weiter. Tschüss!